Ach so, ist alles nicht so einfach heute, weil ich habe das eigentlich geplant gehabt für mein tolles mit dem Rechner was zu machen und ich habe es dann aber nicht wiedergefunden. Also es ist einfach, bei dem Telefon war es überhaupt alles kein Problem. Und jetzt muss ich das doch mit meinem Handy machen, was total blöd ist, wo ich gar keine Lust zu habe. Egal. So, wir machen heute Ausblick auf das Frühjahr. Ich muss mich gerade mal sammeln, das war total blöd. Ich habe das Ding angemacht und dann war alles anders, als es sollte und ich hasse sowas, ich mag das nicht. So. Ihr könnt es gar nicht sehen, dass ich diese tollen Dinge auf habe, weil ich mich normal hinsetze, dann ist das aus dem Bild raus. So, ich habe was auf dem Kopf, schreibt Mottenkönig, das stimmt, wir haben ja auch Karneval. Bei uns ist, ich bin Rheinländer, Mann, ey, bei uns gibt es irgendwie normalerweise jetzt Karneval und jetzt ist Rosenmontag und es ist überhaupt kein Karneval, das ist irgendwie schade. So, egal, ich hoffe, dass diese komischen Corona-Geschisse, dass das bald mal irgendwann wieder vorbei ist. Wir haben heute, machen wir Winteranfang, bis Winterende, Entschuldigung, Frühlingsanfang. Da gibt es ein paar Sachen, wo wir uns, wo wir mal drüber nachdenken müssen. Ich habe eben mal einen Wetterbericht geguckt. Wir haben bei uns, Köln, habe ich gesehen, dass wir nächstes Wochenende gut zweistellige Temperaturen haben. Das ist schwer vorstellbar. Heute Morgen habe ich noch, war noch alles gefroren. Und die letzten Tage war es ja richtig, richtig kalt. Bei vielen von euch, je nachdem, wo ihr seid, war es auch richtig lange richtig kalt. Jetzt am Wochenende soll es warm werden. Freitag haben wir gesagt, also in Bonn ist Freitag 13 Grad, habe ich eben im Radio gehört. Und bei uns soll bis zu 18 Grad werden, ja, was ich ziemlich heftig finde. Ihr werdet dann am Wochenende den Reinigungsflug erleben. Für die, die doch nicht so oft mit Bienen zu tun hatten, ist das eine ziemlich aufregende Geschichte. Weil, wenn es sonnig ist ein bisschen und es ist vielleicht irgendwie tatsächlich irgendwie 15 Grad in der Sonne oder so, dann gehen alle Bienen mal aufs Töpfchen. Das ist irgendwie eine schöne Sache, den Imker freut das sehr, wenn ihr das irgendwie einrichten könnt und dann seht zu, dass ihr irgendwie da in der Nähe seid, weil das ist echt eine geile Geschichte. Dann seht ihr mal, wie die Bienen alle fliegen. Früher war das dann so, dass die Leute natürlich dann auch angefangen haben, gleichzeitig auch die Wäsche großreine machen, Frühjahrsputz und so. Und dann haben die Leute die Wäsche in den Garten gehängt und der Imker hat seine Bienen in den Garten gehängt. Und am Ende vom Tag hatten die ganzen Sachen alle braune Punkte und Streifen und so. Und das ist echt eine Menge Sauerei. Ihr müsst euch einfach vorstellen, normalerweise fliegen Bienen und kacken. Und das machen die irgendwo, ja, weil wenn die aufs Töpfchen müssen, kacken sie halt. Und das kann sein, dass das sehr weit weg ist. Das kann sein, dass es direkt um den Stock rum ist. Beim Reinigungsflügen ist es aber so, da fliegen die noch nicht weit. Und alle Bienen müssen kacken. Und die müssen richtig viel kacken, weil die haben irgendwie die letzten paar Wochen nur was gefressen. Und den Zucker, die Energie haben sie verbraucht, aber die Ballaststoffe, die haben sie halt nicht verbraucht und das, was an Stoffwechselprodukten da war. Und ja, das muss dann raus. Und wenn so ein Volk irgendwie, weiß ich nicht, 10.000 Bienen hat im Frühjahr oder was, dann ist das schon eine Menge. Wenn das jetzt irgendwie 5, 6, 7 Völker sind in der Reihe oder 10, die im Garten stehen oder sonst wo, da kommt schon was runter. Das wird immer unterschätzt. Die Leute haben immer, wenn sie Bienen haben, dann denken die, boah, Bienen, das ist jetzt irgendwie, die könnte man gestochen werden oder dies und jenes. Aber eigentlich die Hauptnervigkeit, wenn du Bienen im Garten stehen hast oder bei dir zu Hause stehen, ist der Dreck. Das glaubt keiner. Das ist aber. Die Königin kackt auch, aber die wird von den anderen Bienen, wird das alles entsorgt. Das ist das Schöne, die hat's gut. Guter Dünger, ja, ich weiß nicht, ist guter Dünger, aber in der Regel landet das, wo du es siehst, landet das auf hellen Sachen. Also Bienen finden das auch ganz toll, auf weiße Sachen irgendwie mal abzuseilen. Und dann hast du nämlich immer so Punkte
Das passiert dann irgendwie bei den weißen Gartenmöbeln vom Nachbarn oder das passiert bei dem Schiebedach vom oder beim Flachdach, Glasdach oder so. Ihr werdet das sehen, es ist egal, das gehört dazu, das ist Natur. Es riecht nicht gut, aber das sind so Momente, wo du vielleicht, wenn du zum Bienen gehst, einen Hut trägst. Sage ich jetzt mal so. Und dann in alten Imkerbüchern liest man dann immer so, ja, da muss man hingehen und den Nachbarn dann mal ein Glas Honig geben. Aber naja, mein Nachbar will mich jetzt schon wieder, will, dass ich meine Bienen wegtue, weil der mag die nicht. Und hier liegt gerade noch der Brief von den Rechtsanwälten, wo sie mir schreiben, nein, keine Bienen im Garten und so. Und Hühner will er auch nicht und die Hecke will er auch nicht. Und ich soll am besten auch wegziehen. Aber ihr macht euch nicht immer Freunde, wenn ihr Bienen habt. Ich bin eigentlich ein netter Nachbar, aber meine Bienen stehen halt ein paar, stehen hier. Ich habe gar nicht mehr viele Bienen im Garten. Wir haben nur noch so zwei, drei Völker auf der Terrasse stehen. Und der Großteil der Bienen steht natürlich irgendwo auf irgendwelchen Ständen im Wald oder am Waldrand oder wo wir mit wandern. Was ihr machen solltet, wenn ihr zum Reinigungsflug zu Hause seid. Es gibt so, bei den Bienen jetzt geht es eigentlich hauptsächlich darum, dass man irgendwie die Finger da raushält und die Bienen machen lässt. Die haben es nicht so ganz leicht. Und eigentlich braucht ihr nicht viel zu machen. Es gibt so ein paar Kleinigkeiten, da könnt ihr mit ganz, ganz wenig Einsatz, könnt ihr ganz, ganz viel Wirkung zeigen. So, einer davon ist zum Beispiel, dass ihr im Winter, wenn die lange nicht fliegen konnten, dann habt ihr natürlich Bienen, die von der Alterszusammensetzung so sind, dass die einfach sterben. Im Winter sterben einfach viele Bienen, das ist so. Nicht so wahnsinnig viele, aber je besser die ernährt sind und je besser Winterbienen das sind, desto länger halten die im Frühjahr durch, aber ein paar werden schon sterben. So, normalerweise ist es so, wenn es im Winter irgendwie mal ein paar warme Tage sind, dann fliegen die auch mal raus und die kommen dann nicht nach Hause oder die verklammen dann draußen und sterben. Aber wenn es jetzt länger kalt ist, dann sitzen die in der Traube und irgendwann sterben die und fallen einfach runter. So, und dann habt ihr nachher tote Bienen unten im Boden liegen. Das ist jetzt im Prinzip nicht so schlimm. Das ist so. Das macht dem Volk überhaupt gar nichts. Deswegen ist aber zum Beispiel so, dass ich die Fluglochkeile so drehe, ich habe Fluglochkeile drin im Winter, dass ich die so drehe, dass sie nach oben sind. Die Öffnung ist dann oben. Ne? Das ist für die Bienen doof, weil die Bienen, die raustragen wollen, müssen die über diese Schwelle drüber schleppen. Aber wenn unten Bienen drin sind, kommt trotzdem noch Luft rein. Man hat dann so viele Bienen, die man unten drin liegen haben kann, ohne dass es irgendwas ausmacht. Deswegen, ich würde sagen, wenn ihr jetzt irgendwie an einem Reinigungsflugtag kommt und ihr seht, boah, guck mal, da sind die Bienen und die geben sich total Mühe und wollen da versuchen, da die Bienen alle rauszutragen, dann könnt ihr denen dabei helfen. So, dafür gibt es so Werkzeug. Früher der Hinterbehandlungsimker hatte dann so eine Reinigungskrücke oder so ein Ding mit so einem langen Schieber, wo man die dann so zusammen, innen drin so zusammensucht und rauszieht, vorne am Flugloch rausziehen kann. Aber wenn ihr eine Magazinbeute habt, dann ist das eigentlich Quark. So, dann macht man Folgendes: Man hat ja immer so ein paar Böden mehr, als man braucht. Das würde ich euch echt empfehlen. Das ist jetzt noch eine gute Gelegenheit, die zu kaufen, wenn ihr die nicht habt. Aber ihr solltet einfach ein paar Böden mehr haben, als ihr Völker habt. Das empfiehlt sich immer. Das ist egal, welches Maß ihr habt. Einfach besser haben als brauchen. Das heißt, ihr nehmt irgendwie ein paar saubere Böden mit, ein, zwei reichen, und nehmt die Kiste mit den ganzen fliegenden Bienen, wie sie da so ist. Entweder macht da einen Gurt drum oder sonst wie wir es macht, ist egal. Stellt die zur Seite und stellt dann da an den Platz, wo die Kiste vorher gestanden hat, stellt er den neuen Boden hin. Und dann nehmt er einfach den Stockmeißel, macht den los an der Kiste. Nehmt die Kiste hoch, wie sie ist, und stellt die einfach auf den neuen Boden. Dann habt ihr einen alten Boden mit den toten Bienen drin und einen neuen Boden ohne tote Bienen drin. Die Bienen haben das nach 3 Minuten vergessen, was da los war. Interessiert die auch nicht weiter. Aber die müssen keine Bienen mehr rausschleppen und unten ist jetzt quasi sauber. Dann kippt er den Boden mit den toten Bienen, kippt er aus, macht den sauber, geht zum nächsten Volk, macht den gleichen Scheiß wieder. Dann habt ihr innerhalb, das dauert pro Volk, ey, 30 Sekunden. Und danach ist der Boden sauber und die Bienen müssen sich nicht mit Todfall irgendwie sonst wie rumärgern. Alles ist gut. Kann man schon mal machen. Kann man auch irgendwann dann in
sechs Wochen nochmal machen, wenn man das muss. Aber normalerweise ist es so, wenn da jetzt nicht irgendwie fundweise tote Bienen drin liegen, dann machen die Bienen das blitzschnell sauber und dann ist auch gut. Aber jetzt könnt ihr denen noch dabei helfen. So, wenn ihr jetzt in nicht so wie sagt man? Sie fragt, ob man den Boden abflammt. Ja, kann man machen, wenn man einen Brenner dabei hat, schnell einmal durchflammen. Muss man aber jetzt nicht. Geht jetzt einfach nur darum, dass einfach den Totfall irgendwie da wegzuhaben. Der macht den Bienen auch nichts. Aber wenn da unten jetzt irgendwie so dick tote Bienen drin liegen und die gammeln so vor sich hin, ja, kann man machen, muss man nicht machen. Die Bienen finden es auch nicht geil und es riecht auch echt nicht gut und tote Bienen stinken. Und je mehr, ihr wollt einfach das alles nicht haben in den Kisten, die Bienen wollen das auch nicht haben und für euch ist es ein Handgriff und für die Bienen ist es Schwerstarbeit. Die können die dann für was anderes irgendwie, so. Ob man die nicht einfach rauskehren kann? Ja, doch, kann man auch einfach rauskehren, aber wenn ein Volk hast, wo schon richtig fliegt, dann willst du da nicht groß rumkehren, dann ist das deutlich schneller, wenn du die rausnimmst und die auf einen neuen Boden draufstellst. Also so mache ich das und kannst du machen, wie du willst. Oder könnt ihr machen, wie ihr wollt. Aber das ist eine Methode, die geht sehr schnell und ist ziemlich schonend. Das kann man sogar machen, wenn die Bienen nicht fliegen, wenn es eiskalt ist und ihr merkt, unten ist irgendwie ein dicker Pelz, tote Bienen. Kann man das auch mal zwischendurch machen. Wenn ihr das ruhig macht und das schnell geht, schadet das den Bienen überhaupt nicht. Völlig wurscht. So, wichtig ist, wenn es jetzt total schneit, dann wäre es sinnvoll, die Fluglöcher zwischendurch mal so frei zu machen. Also ich mache das nie. Das liegt daran, dass ich in Köln wohne und wir gar nicht keinen Schnee haben. Also wir hatten auch dieses Jahr keinen Schnee. Wir hatten mal irgendwie mal so zwischendurch so ein bisschen, aber fertig. Wärmebretter, guter Punkt. Wenn ihr Bock habt auf Wärmebretter, dann legt die Wärmebretter jetzt ein. Könnt ihr jetzt machen. Alle Völker sind jetzt in Brut. Man kann die Böden jetzt ganz zumachen, man kann Wärmebretter einlegen, das könnt ihr halten, wie ihr wollt. Ich bin der Meinung, dass ein Wärmebrett oder eine Windel drin den Völkern jetzt gut täte, aber ich habe auch nicht viele drin. Also die meisten habe ich noch offen, mal gucken, wie ich es mache. Das Problem bei den Windeln ist ja, wenn ihr die unter den Drahtboden habt, dann fällt das Gemüll durch den Drahtboden da drauf. Die Bienen können das aber nicht sauber machen. Und dann habt ihr Kondenswassertropfen und sonst was und unten habt ihr ganz schnell so Gammel drin. Und Gammel ist für Bienen nicht so geil. Die kriegen das zwar normalerweise gut geputzt, ne? Deswegen sind so hier diese ganzen Schiffer, die beuten, gammeln und so weiter. Das wäre für die Bienen der Tod, das ist Quatsch. Die machen das alles weg, wenn sie drankommen. Aber ihr habt ja quasi mit dem Gitterboden dafür gesorgt, dass sie nicht drankommen. Und dann ist es sinnvoll, dass man sich irgendwie um diesen Gammel da unten drunter kümmert. Meine Meinung. Wärmebretter könnt ihr machen. Wärmebretter ist so. Bei der Dant würde man das zum Beispiel so machen, wenn ihr schiedet, habt ihr ja das Brutnest auf der einen Seite und dann daneben ist vielleicht Luft. Den Teil, wo die Luft ist, den lasst ihr offen, habt ihr Zirkulation und Luft. Und den Teil unter dem Brutnest, da legt ihr ein Brett rein. Kann man so machen. Machen viele so. So, was war noch? Was ist mit dem Mäusegitter? Das Mäusegitter ist so ein Ding. Das Mäusegitter ist eigentlich noch, also es wird ja noch richtig kalt. Also es ist nicht so, dass jetzt der Winter vorbei ist. Ne? Das müsst ihr nicht meinen. Nur weil es jetzt mal warm ist und Reinigungsflug ist und wir Krokusse im Garten erahnen können, dass jetzt der Winter vorbei ist. Es wird schon noch kalt. Aber die Mäuse sind immer noch da. Nur wenn es jetzt warm wird und so und die wollen alles sauber machen und die können das und müssen das dann da durch so ein Mäusegitter popeln, das ist irgendwie nicht gut. Das ist meine Meinung, aber deswegen, wenn ihr das zwischendurch einmal sauber macht, ist gut. Papa als Wärmebrett könnt ihr, ist nicht so super, weil das wird wellig. Und das ist ein ganz Problem beim Wärmebrett, da müsst ihr echt drauf aufpassen. Wenn ihr ein Wärmebrett reinmacht, das muss so sein, dass das Wärmebrett wirklich da unten liegen bleibt. Wenn ihr da jetzt irgendwie so ein irgendwas reintut, so was gerade da war, wie das der Imker gerne so macht, ja, dann kann sich das gerne mal verziehen. Und wenn das dann so rund wird und ihr macht euch damit das Flugloch zu, weil das sich da so hoch biegt, ne, dann ist das nicht gut. Da müsst ihr schon irgendwas haben, was unten flach drin liegt. Da würde ich tatsächlich irgendwie ein Brett nehmen. Irgendwas. Kann ein Sperrholzbrettchen sein oder sonst irgendwas. Zeitungen machen die auseinander und Pappen machen die auseinander, obwohl das auch geht für den Anfang bestimmt. Habe ich aber noch keine Erfahrung mit. Also habe ich keine Erfahrung mit, kann ich euch nichts zu sagen. So.
jetzt wäre es wichtig, wenn ihr doch sowieso da seid und guck mal, da sind viele Bienen und die fliegen und so, dann wäre es doch auch schön, wenn ihr wüsstet, dass wenn es jetzt noch mal kalt wird, dass die, auch wenn es wieder warm wird, immer noch fliegen. Und dafür brauchen die Futter. Jetzt ist eine schöne Gelegenheit, wenn ihr da seid, dann guckt ihr mal, wie schwer die Kisten sind. So, dann hebt ihr die mal hoch und wenn ihr die vorher gewogen habt und nachher gewogen habt, könnt ihr jetzt ungefähr abschätzen, wie viel Futter da drin ist. Da sollte jetzt echt noch ein bisschen Futter drin sein, weil jetzt beginnt eigentlich erst die Zeit, wo die das Futter brauchen. Also solange die, sobald die eingefüttert sind und da noch keine Biene brütet, ja, die müssen da Dinge irgendwie auf 15, 16 Grad mal warm machen, die Traube da, wo sie sind. Da brauchen die zwischendurch mal so ein Häppchen, aber im Prinzip ist das alles easy. Aber ein Problem wird es in dem Moment, wo die anfangen richtig zu brüten. Alle eure Bienenvölker werden jetzt anfangen zu brüten. Also die ganz Sorten, die ganz schlecht brüten, die fangen vielleicht jetzt an, wenn es jetzt warm wird. Aber die meisten sind eigentlich alle schon in Brut. Und dann brauchen die plötzlich richtig Futter, weil die haben dann nicht mehr die Traube, die die wärmen müssen, sondern die müssen die Brut aufziehen, die müssen die Brut wärmen und ne, die müssen halt jetzt gucken, was da passiert. Und da muss richtig jetzt Futter her sein, muss Futter rein. Das heißt, im Zweifelsfall ist es so, wenn du Anfänger bist, fütterst du zu viel. Das heißt, du hast im Frühjahr hast du relativ kleine Völker, weil man die im Herbst so sehr gefüttert hat, dass die quasi gar nicht mehr richtig viel Platz hatten, um Brut zu haben. Das ist auch nicht gut. Deswegen mit Augenmaß alles machen. Und mit Augenmaß einfüttern. Aber es kann ja auch sein, dass da zu wenig Futter drin ist. So. Dann ist auch muss man jetzt nicht anfangen, irgendwie rumzuweinen und darauf zu hoffen, dass es klappt oder nicht klappt, sondern da muss Futterteich drauf. Genau. So, jetzt schreibt, ich habe es nicht mehr gesehen, jetzt ist es gerade verblasst, wie man den Futterteich auflegt, weil die bräuchten ja Wasser. Wenn ihr Futterteich habt, da gibt es einen einfachen Trick, wie man den Futterteich drauf macht. Und zwar, ihr kauft euch als Futterteich, kauft ihr euch fertige Futterteigbeutel. Die sind immer mit 2,5 Kilo gepackt. Ob das jetzt Fonda-Bi ist oder Apifonda oder was weiß ich, ist egal. Aber es gibt so Futterteigpakete, die sind irgendwie so DIN A4 Blatt groß ungefähr und was weiß ich, so dick, wenn man so ein bisschen platt drückt. Und so ein Ding nehmt ihr. Dann macht er ein bisschen Rauch da, wo die Bienen, macht er Deckel runter, ne? Folie runter, wenn ihr eine habt, wenn ihr keine habt, egal. Macht in dieses Paket, macht er unten auf die Unterseite, macht da so ein Loch, nicht größer. Das reicht echt. Ungefähr da, wo die Traube sitzt. In etwa. Da macht er ein bisschen Rauch, dass er die Bienen nicht quetscht und dann legt er den Futterteig so dahin, dass er quasi oben auf dieser Traube drauf liegt. So. Was die Bienen dann machen, ist, die fangen an, in dem Futterteig zu nagen von unten und nagen sich so langsam in diesen Beutel. Und jetzt habt ihr ja. In dem Brutnest habt ihr ja irgendwie eine Temperatur von 35, irgendwas, ne, Grad. Und ihr habt da viel, viel Wasserdampf. Der Futterteich oben ist kühl. Das heißt, der Wasserdampf, der ist in diesem Beutel und kondensiert. So, und dann habt ihr direkt da, wo der Futterteig ist, habt ihr auch Wasserdampf, kondensierten Wasserdampf, Kondensat. Und die Bienen haben auch das nötige Wasser, um den Futterteich umzutragen. So, das ist eine gute Geschichte. Deswegen funktioniert das super und es funktioniert nicht, wenn ihr euch eine Futtertasche daneben hängt. Wenn ihr eine Futtertasche daneben hängt mit Flüssigfutter und das ist ein richtig großes Volk und die können das richtig wärmen, dann nehmen die das, kriegen die hin. Aber meistens wirkt das dann eigentlich wie so ein Kühlakku. Ne? Ihr habt dann einen Kühlakku neben die Brut gehängt und da gehen die nicht hin. Die wollen, das machen die nicht. Abgesehen davon ist Flüssigfutter im Winter oder ganz früh im Frühjahr ist echt keine gute Sache. Also Bretschko hat da relativ viele Untersuchungen zugemacht und viele andere haben auch viele Untersuchungen zugemacht, weil das Thema Reizfütterung ist so ein Thema, das hat sich echt eisern gehalten und das kommt immer wieder und es ist wirklich echt belegt, dass es keinen Sinn macht. Die Völker sind nachher in der Tracht nicht stärker, sondern eher schwächer. Ich weiß, es fühlt sich gut an, wenn man den Bienen was Gutes tut, aber so läuft die Nummer nicht. Ihr könnt, es ist auch ein moderner, also es ist ja jedes Jahr wird ja was Neues durchs
eine neue Sau irgendwie durchs Dorf getrieben. Die letzten 2 Jahre hat ja, oder 3 Jahre hat der Binder irgendwie Geschichten gemacht, warum das Thermosheet unbedingt, ohne Thermosheet geht es ja gar nicht, ja, aber hört man auch nicht mehr viel von Thermosheet. Ich glaube, Thermosheet ist nicht schlimm, aber ist auch nicht nötig. Ändert aber nichts. Wenn das Volk stark ist, ist gut. Wenn das Volk ganz, ganz, ganz schwächlich ist, dann ist ein Thermosheet wahrscheinlich für das Volk besser als kein Thermosheet. Würde ich so sagen. Ich habe auch welche. Ich habe die, weil die schön gerade bleiben. So, dieses Jahr ist es Eiweißfutterteich. Ja, also den Eiweißfutterteich, den gibt es schon ewig. Ich weiß nicht, wie heißt der, Neopol oder irgendwas, keine Ahnung. Da gibt es immer so Futterteige mit Pollenanteil oder mit Eiweißanteil. Und die sind angeblich ja der Bringer. So, ich glaube, dieses Neopol ist jetzt nicht so der Bringer, weil da ist wirklich echt nicht viel Proteine drin. Aber jetzt gibt es ja diese ganzen Mischungen, wie Strong und wie sie alle heißen. Ja, so gibt es 1000 Rezepte und da gibt es auch ganz viele Leute, die sowas herstellen und sowas verkaufen wollen. Und ich glaube, also ich werde es dieses Jahr ausprobieren, ich habe da keine Erfahrung mit, aber lasst es euch gesagt sein, das habe ich eben mit Ludger, haben wir uns kurz vorher noch telefoniert. Imkern, da ist so ein bisschen, ihr könnt jetzt nichts machen, um irgendwie die Völker stark auswintern zu lassen. Gibt es keine Möglichkeit. Ihr könnt so ein bisschen nachsteuern, ne? Ihr könnt so nachsteuern, das ist aber wie beim Bobfahren. Wenn ihr richtig korrigieren müsst und richtig lenken müsst, verliert er auf jeden Fall, verliert er Geschwindigkeit. Die richtige Zeit, um Bienen irgendwie richtig stark aus dem Frühling rauszuholen und sich da Gedanken drüber zu machen, ist Juli, August. Und echt nicht im Januar, Februar, März, April. März, Februar, April, das ist alles so, da könnt ihr den Bienen helfen, ihr könnt die unterstützen, aber das Ding ist auf der Bahn. Und ihr habt das eingetütet im Spätsommer letzten Jahres. Deswegen, ihr könnt jetzt mit Pollenfutterteich oder mit Proteinteich könnt ihr nichts reparieren, was ihr im Juni, Juli, August falsch gemacht habt. Ihr könnt nur eventuell Völker ein bisschen unterstützen. Wenn ihr die Völker... Ah, hier ist gerade, das ist ein guter Punkt mit dem Futterteich. Futterteich, wenn ihr so einen Beutel auflegt. Ihr habt nicht in jedem Deckel Platz genug für so einen Beutel Futterteich. Dann müsst ihr eventuell über den Futterteich noch eine Halbzarge stülpen oder einen umgedrehten Adamfütterer. Ich habe bei meinen Dadan-Beuteln habe ich einen Adamfütterer, den drehe ich dann einfach, der ist das ganze Jahr drauf. Ich drehe den dann einfach um, dass der quasi mit dem Hohlraum da drüber ist und dann liegt mein Futterteich direkt auf der Bienentraube und dann haben die noch so viel Platz, das macht denen nichts. Ist völlig egal. Bei den Sägewerkern muss ich ehrlich sagen, da weiß ich es nicht, wie das läuft. Aber da stellt eine Leerzarge drauf. Stellt eine Leerzarge drauf und dann noch ein Futterteich. Das ist ja groß wie ein DIN A4 Blatt. Das deckt ja das Brutnest im Prinzip ab. Da geht nicht so viel warme Luft nach oben und dann ist gut. Macht da nicht zu viel Aufhebens. Es ist den Bienen völlig wurscht. Hauptsache, die haben wir zu fressen. Zwischenboden, irgendwie, was auch immer. Genau. So, Eiweißfutterteich könnt ihr machen. Wenn Eiweißfutterteich, bitte nach dem Reinigungsflug, nicht vorher. Nach dem Reinigungsflug könnt ihr das machen. Eiweißfutterteich, ich habe mal einen Vortrag gehört von dem Wolfgang Stöckmann in Donaueschingen. Sein Meister hat da irgendwie Versuche mitgemacht und der Futterteich gehört drauf nach dem ersten Reinigungsflug und bevor die richtigen Pollen kommen. Sobald die ersten richtigen Pollen kommen, könnt ihr euch das schenken. So, ganz, ganz wichtiger Punkt für alle, die mit Imkerei angefangen haben, auch für die, die schon länger imkern. Es gibt nichts, wirklich, es gibt in der Imkerei nichts, was ein Volk im Frühjahr so weit vorne und nach vorne bringt wie echter Pollen. Und zwar Weidenpollen zum Beispiel. Deswegen wäre es sinnvoll, wenn ihr euch zum Beispiel hingeht und eurer Frau oder euch selber oder sonst wem zu Ostern so ein Weidenkätzchen-Ding in die Vase stellt, ja, und dann lasst das in der Vase stehen und tauscht das Wasser regelmäßig aus, dass es nicht gammelig wird und dann fallen irgendwann die Kätzchen ab und die Blätter kommen und unten kommen Wurzeln. Und dann stellt er die in Töpfe und dann pflanzt er die irgendwann aus. Das ist eine gute Sache. Oder wenn die Baumschulen aufhaben, geht er zu einer Baumschule und holt euch wurzelnackte Weiden und die sind dann schon ein bisschen größer. Oder ihr macht Weiden, wer ist es denn?
macht Weiden Stecklinge, Steckhölzer, wie auch immer. So, Moment, was war da? Ich habe es nicht gelesen. Sorry, ist schon wieder weg. Ich muss mal dieses, obwohl, nee, ich lasse das an, weil ist ja Oster, ist ja Karneval, ne? So, also flüssig füttern finde ich, ja, die Kopf macht mich auch, ich tue sie doch runter. Also hier, ne? So, Schluss damit. Jetzt kann ich mich auch wieder normal bewegen. Ah, viel besser. Ich lese mir mal gerade die Fragen durch, die ihr geschickt habt, weil hier steht nämlich was mit dem Mäusegitter. Okay, haben wir gemacht. Was mache ich, wenn die kein Futter mehr haben? Ja, Futter drauf. Was soll ein Segeberger Einzager jetzt wiegen? Da kann ich euch nichts zu sagen, weiß ich nicht. Ich habe keine Segeberger Einzager. Ich kann euch nicht, weiß ich nicht. Was sind außer Weiden die wichtigsten Frühjahrspollenspender? Ja, die besten Pollenspender sind die, wo die so gut aussehen, dass die alle Leute gut finden. So, weil es muss immer den Bienen gefallen und euch auch. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel eine Wiese habt mit Schneeglöckchen, also wenn ihr Schneeglöckchen habt und unter so Sträuchern im Garten, Schneeglöckchen, ganz viele Schneeglöckchen, super gut. Wenn ihr diese ganzen Blühpflanzen habt, also im Sinne von Krokusse, die ganzen Zwiebelgewächse, alle ganz toll. Wenn ihr Weiden habt, ganz große Klasse. Was bei mir auch gut angenommen wird, aber auch nicht immer, ist zum Beispiel Kornelkirsche. Da gibt es zum Beispiel Sorten auch mittlerweile, die wirklich sehr große Früchte haben, die für Marmelade total gut sind. Kornelkirsche blüht gelb, blüht auch so wie Forsythien, aber wird deutlich größer, wird ein Baum, wenn das lasst. Ansonsten könnte das auch was Busch, könnte auch eine Hecke draus machen, ist ein Hartriegel. Ziemlich hübsch und ganz früh blühend. Funktioniert sehr toll, wird gut angeflogen. Haselnuss ist so eine Sache. Haselnuss wird gehäselt, also die Bienen holen sich Haselnusspollen, kann man sehen. Aber ich glaube, Haselnusspollen sind das ist ja ein Windbestäuber. Das ist, glaube ich, für die Bienen ziemlich nicht so besonders nahrhafter Pollen. Also den Bienen ist das egal, ne? Wenn die holen das nicht, weil das so geil ist, weil die wissen, wie nährstoffreich das ist, sondern die holen das, weil das so ein pulvriges Zeug ist, was die schön hüseln können. Früher hat man ja auch Offenfütterung gemacht, dass man dann so Sojamehl und Hefepulver und sowas gehabt zum Höseln lassen, ausgelegt hat. Habe ich noch nie gemacht, mache ich auch nicht. Ich glaube, es ist besser, wenn ihr dann so ein bisschen investiert in ein paar Gebüsche drumherum. Zum Beispiel diese Geschichte mit den Weidensteckling. Stecklinge kann man super auch irgendwo hinpflanzen ins öffentliche Grün. Also ihr könnt euch da, wenn da so Beete angelegt werden, da stehen Büsche und da sind Sachen, dann stellt ihr halt noch zwei Weiden mit dabei. In der Regel ist es so, dass die Leute vom Stadtgrünflächenamt, die das pflegen müssen, die wissen, dass das Grüne nach oben muss und dann hört es auch auf. Weil die Zeiten, wo da Gärtner beschäftigt waren, sind in der Breite vorbei. Es gibt dann immer einen Vorarbeiter, der ist wahrscheinlich Gärtner und der Rest, die arbeiten da halt. Und wenn ihr da sowas habt und ihr habt da irgendwie einen Busch, den ihr da hingepflanzt habt und das sieht so aus, wie als wenn das gepflanzt wäre, dann ist das quasi, als wenn das gepflanzt wäre. Weil die wissen ja nicht, wer das gepflanzt hat. Die kommen da hin und sollen das pflegen und dann steht das halt da. Ihr könnt da auch Bäume irgendwo hinpflanzen. Das ist egal. Wenn ihr da einen richtigen Pflanzfall dran macht und das sieht alles richtig echt aus, ja, dann ist das im Frühjahr, dann ist das einfach echt, dann wächst das da. Im öffentlichen Grün, ich habe so viele Sachen ins öffentliche Grün gepflanzt, also würde ich nie zugeben öffentlich, aber natürlich. Und das ist halt dann, für die Bienen ist das gut. Und ihr braucht die Weiden braucht ihr tatsächlich auch in der Nähe. Also es nützt nichts, wenn die Weiden irgendwie einen Kilometer weg sind. Im Sommer ist das für die Bienen überhaupt kein Problem. Da fliegen die 3 Kilometer, wenn die irgendwas haben wollen. Aber im Frühjahr, rund um die Reiden und um die Weidenblüte so, dann fliegen die vielleicht 50 Meter oder 100 oder 200 Meter und dann wäre es halt schön, sowas vor Ort zu haben. Und das liegt an euch, das kriegt man irgendwie hin. Es gibt auch so Weiden, die irgendwie so runterhängen und die kann man dann irgendwie im Vorgarten haben, ohne dass das ein riesen Baum wird. Und da gibt es auch verschiedene Sorten. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Salix caprea hättet, das ist so die Kätzchen, die klassische Kätzchenweide, die wächst auch echt überall. Die braucht Licht.
dann wächst die gut. Waldrand, super perfekt. Irgendwie am öffentliches Grün in die Hecke, Stadt, also so, ne? Kinderspielplatz irgendwie so, kann man gut hinpflanzen. Fällt auch nicht auf, ist nicht giftig, ist für alle super. Krokusse, super gut. Krokusse könnt ihr auch, wenn ihr so Sorten habt, die verwildern. Also wenn ihr zum Beispiel Thomasianus oder so, das sind so Elfenkrokusse, das sind diese kleinen hellblauen, ne? Wenn ihr die geschickt pflanzt und die nicht quasi mitten in die Wiese pflanzt, wo ihr dann sofort drüber mäht, sondern ihr pflanzt die so am Rand oder schon in die Beete, aber am Rand von der Wiese, dann wandern die so langsam in die Wiese rein. Die Samen werden von den Ameisen verschleppt. Bei Krokussen ist wichtig, die haben so ein Zeitfenster, wo ihr die mäht, wo ihr mähen könnt, die Wiese, weil die Blätter sollten schon so ein bisschen eingezogen sein. Ihr habt dann eine relativ hohe Wiese erstmal so vielleicht. Und dann könnt ihr mähen. Und dann danach kommen irgendwann die Samenstände, kommen aus dem Boden wieder so raus. Und also der Krokus, der hat ja so Blätter und hat so eine lange Kelchblüte und hat so einen ganz langen Kelch, der geht bis in die Erde. Und die Samen werden in der Erde, werden die quasi gebildet und dann kommt der Samen, die Samen-Dings kommt wieder aus der Erde raus, diese Kapsel, und dann werden die Samen, die solltet ihr nicht wegmähen, sondern wenn die sich so, ne, genau. Traubenhyazinthen, ganz toll. Winterlinge, ganz große Klasse, wobei bei uns werden die von Schnecken gefressen, die Winterlinge. Krokusse nicht. Was auch noch so, diese ganzen, also das sind wirklich so die ersten Dinger, die blühen. Und das ist für Bienen, ist das wirklich wichtig. Wenn ihr das habt und ihr habt, dann habt ihr einen guten Start in die Saison. Und da braucht ihr mit Eiweißfutterteich echt nicht zu kommen. Das ist wirklich, ich meine, es gibt so Gegenden, wo ihr dann irgendwie eine tolle Blüte habt und die Bienen können nicht fliegen, weil es zu kalt ist, weil es irres Wetter ist, sonst irgendwas. Dann kann das sein, dass so ein Eiweißfutterteich eine gute Geschichte ist. Aber ganz ehrlich, ich mache jetzt 20 Jahre, habe ich Bienen und ich habe noch nie Eiweißfutterteich drauf getan. Ich brauche das doch nicht. Die Bienen sind sowieso im Frühjahr wieder gut. Weil wir haben hier relativ mildes Klima und es ist halt viel Pollenangebot drumherum und dann ist das in Ordnung. Aber das ist bei mir so. Ob das bei euch so ist, kann ich überhaupt nicht sagen. Deswegen müsst ihr gucken, wie das bei euch geht. Aber ihr müsst euch davon freimachen, dass irgendeiner, also jedes Jahr erfindet irgendeiner, der irgendwie erfindet irgendwas total Cooles, was man machen muss. Und wenn der das erzählt, dass man das machen muss und vielleicht so, dass er der Schlüssel dazu ist, also dass man bei ihm die Sachen kaufen kann, dann könnte er davon ausgehen, es ist Werbung. Und das heißt nicht, dass das nichts kann, das kann ja trotzdem was können, aber so richtig revolutionäre Sachen passieren in der Imkerei eigentlich nicht. Das ist so auch so ein Ding. Also ihr könnt all die Sachen, wo wir uns darüber unterhalten, hier bei uns zum Beispiel, das sind Sachen, die waren vor 100 Jahren, waren die auch schon so relativ gang und gäbe. So, wie erkennt man, dass genug Pollen drin ist? Das könnt ihr sehen. Also jetzt könnt ihr das nicht sehen. Da braucht ihr jetzt auch nicht reingucken. Die Bienen kommen irgendwann an mit Pollen und habt ihr richtig ein Brutnest schon, ne? Das erste Brutnest. Und dann müsst ihr sowieso mal durchgucken, Frühjahrsdurchsicht. Dann zieht ihr eine Walbe raus und habt einen Pollen, habt ihr ein Brutnest. Dann ist das Brutnest so groß. Dann habt ihr um das Brutnest drum so einen Pollenkranz und oben drüber habt ihr einen Futterkranz. So wäre das normal. Wenn ihr keinen Pollen habt, dann seht ihr das, da ist kein Pollen. Dann sind da nur so einzelne Pöckchen Pollen. Und die Bienen, die konservieren ja den Pollen. Also ne, die im Sommer oder im Spätsommer fangen die an, den Pollen zu sammeln und packen den dahin, wo sie meinen, dass sie den im Frühjahr brauchen und tun dann ein bisschen Honig oben drüber, damit der haltbar ist. Das benutzen die auch, aber lieber haben die frischen Pollen. Das heißt, wenn ihr irgendwie so dann irgendwie in 6 Wochen in die Kiste reinguckt und ihr habt ein Brutnest und ihr seht, da ist gar kein eingelagerter Pollen mehr, aber es ist auch gar kein frischer oder nur noch ganz wenig, und da kommen aber viele Bienen mit Pollen nach Hause, dann haben die, Hilfe, Frosch im Hals, dann haben die zwar Pollen, sammeln die zwar viel Pollen, aber die leben trotzdem, eigentlich brauchen die den Pollen, der reinkommt, brauchen die sofort selber auf. So, und das ist dann eigentlich nicht so super, weil dann wäre es besser, wenn so ein bisschen Überfluss da wäre. So, Frühjahrsdurchsicht sind wir noch lange von weg. Braucht er noch nicht. Also wenn er jetzt irgendwie, was wollte er ändern? Also was wollte er machen? Das ist die Frage, ne? Wenn ich reingucke, wenn ich irgendwas mache, so, ich lese gerade Pollenbrett versus genug Pollen. Da braucht ihr euch über ein Pollenbrett, da müsst ihr euch keine Gedanken drüber machen, bis der Raps anfängt zu blühen. Ja? Bis der Raps blüht, braucht ihr euch über Pollen, zu viel Pollen, keine Gedanken machen. Die brauchen das. So,
Die brauchen diesen Pollen, also keine, gar nicht drüber nachdenken. Die brauchen den. Gibt nicht so viel Pollen. Bis zum Raps gibt es nie zu viel Pollen. So. Frühjahrsdurchsicht ist, da könnt ihr euch überlegen, vorher, warum? Was will ich da überhaupt machen? Ja? Also ihr müsst euch vorher irgendwie so ein bisschen überlegen, was ihr da tun wollt. Wenn ihr einen Sheet setzen wollt, dann macht ihr keine Frühjahrsdurchsicht. Sheet setzen ist eine Geschichte, dann ist das Ziel Sheet setzen. Da möchte ich dann das Sheet setzen mit möglichst wenig Kollateralschaden. Das heißt, Kollateralschaden wäre auskühlen. Ja? Da fängst du nicht an, irgendwie groß, fängst du nicht gerade groß an, im Volk rumzubühlen, sondern da fängst du an, von außen zu gucken, bis wo geht's Brutnest oder bis wo soll's Brutnest sein. Zack, Sheet dahin, guckst auf der anderen Seite, alle Waben weg bis ans Brutnest oder bis da, wo du es haben willst, schiebst das Brutnest an den Rand. Alle anderen Waben, die du nicht am Brutnest, also nicht vorm Sheet haben willst, hinter das Sheet, die vollen Futterwaben zuerst, die je leerer nach außen und fertig. So, das kann man machen, das kann man so tun, braucht man aber jetzt noch nicht zu tun. Es gibt Leute, die würden sagen, besser jetzt schieden als im März, weil jetzt ist noch wenig Brut da, die verkühlt dann auch nicht. Ist ja noch keine geschlossene Brut, ist nur offene Brut, die verkühlt dann nicht. Und man braucht dann bis Anfang April nicht mehr reinzugucken. Ja, kann man so machen. Gibt Leute, die das total super finden. Der Heubel hat das mal so empfohlen. Hier, wie heißt der andere? Bärmann und so. Da kann es nicht früh genug sein. Ja? Das sind alles so Dinge, wo man sich dann fragt, ja, kann ich, ist das für die Bienen gut oder ist das jetzt für mich als Imker, dass ich irgendwie was mir beweisen muss? Den Bienen ist das völlig wurscht. Ich mache das im März. Wenn es ein bisschen warm ist, da gibt es auch schon so Tage, wo du mal ein T-Shirt raus kannst und da kannst du das machen. So. Finde ich. Ich finde, man sollte die Bienen, muss man nicht so ganz hart rannehmen. Ich habe eben was gelesen. Der Neuhauser hat gesagt, er würde sich lieber die Hände abhacken, als Futterteig draufzulegen. Ja, das ist auch so eine Sache. Also wenn ich die Möglichkeit hätte, die gut einzufüttern oder Futterteig drauflegen, dann immer gut einfüttern. So, jetzt hast du aber beim Futterteig drauflegen, hast du ja so auf die Situation beim Füttern, du willst auch nicht irgendwie 15 überflüssige Futterwaben haben, die kein Mensch braucht nachher, sondern dann ist vielleicht schöner, das irgendwie so auf den Punkt auskommen zu lassen oder ein bisschen zu viel Futter. Und dann gibt es Winter, die sind anders als andere Winter und dann bist du in der Situation, dann musst du halt doch mal Futterteig auflegen. Besser als verhungernde Völker ist immer Futterteig. So, wann Frühjahrsdurchsicht? Bei welchen Temperaturen lese ich hier gerade? Ich mache eine Frühjahrsdurchsicht, wenn das Sinn macht. Ja? Also Sinn macht es erst dann, wenn ich jetzt so eine Kiste aufmache und ich stelle fest, aha, die sind weisellos. Woran merke ich, die sind weisellos? A, sie haben natürlich keine Brut. B, sie heulen. Es geht ihnen nicht gut. Man merkt es. So. Dann habe ich aber noch so einen kleinen Ableger irgendwo stehen, der eigentlich ein bisschen zu klein ist. Dann ist es schön, wenn ich den Ableger einfach daneben hänge und fertig. Das kannst du jetzt um die Jahreszeit machen. So, jetzt hast du aber gar keinen Ableger. Und du weißt gar nicht so richtig genau, ob die weisellos sind. Du kriegst auch keine Königin, du kannst keine Königin einweiseln, du kannst keine Königin verschicken. Dann machst du jetzt auch keine Frühjahrsdurchsicht. Du guckst, ob die leben, du guckst, ob die genug Futter haben, Kiste zu, fertig. Im besten Fall machst du die Kiste gar nicht auf, weil du kannst ja heben. Ne? Das wäre jetzt irgendwie wichtig. So, dann wäre wichtig, wenn ihr zu der Imker, wie sagt man, zu den Imkern gehört, mit die so zweiräumig haben, dann habt ihr ja die Erzählung gehört, dass ihr oben halt, ihr habt jetzt dann eure Kiste, unten hattet ihr den alten Brutraum und ihr habt jetzt eine Kiste ausgeschleuderte Waben oben drauf gestellt, eingefüttert und jetzt ist jetzt Winter und jetzt sollt ihr irgendwann unten die Kiste wegnehmen, die ist nämlich leer und die Bienen sitzen dann oben in der Kiste drin. Das ist die Geschichte, die immer erzählt wird. Ihr werdet aber feststellen, das funktioniert nicht. Die Bienen sitzen nämlich unten auf den alten braunen Waben, da haben die Brut, oben das Futter wird langsam nach unten getragen und fertig. Wir haben hier in den letzten Jahren das Problem oder die Entwicklung, Problem ist das gar nicht, aber die Entwicklung, dass
die Winter einfach nicht so sind, dass die Völker lange aus der Brut sind. So, und deswegen funktionieren diese Tipps von Bruder Adam, wie man die Wabenhygiene bei der Dant macht oder die Wabenhygiene nach Liebig in dem zweigeteilten Brutraum, die funktionieren einfach nicht mehr. Weil die Bienen wandern nicht dem Futter hinterher ab dem Moment, sobald die Brut haben. Sobald die Brut haben, wandert da keine Biene mehr. Wie denn auch? Sollen sie die Maden nehmen und irgendwie Huckepack und dann wandern die auf einem langen Treck nach oben und stopfen die da in eine leere Zelle? So läuft das ja nicht bei Bienen. Das heißt, in dem Moment, wo die Bienen wieder anfangen zu brüten, und das passiert halt bei unseren Wintern oder bei unseren Winterverläufen immer früher, da wandern die Bienen nicht mehr dem Futter hinterher. Solange ihr eine Kiste habt mit Waben und ein Bienenvolk, was das Traube ohne Brut dazwischen hängt, solange wandern die dem Futter hinterher. Ja? Das können die auch, ist ja kein Problem. Die Bienen sitzen hier, Futter ist da und die Bienen hier oben nagen immer und nagen immer und nagen immer und die Traube folgt und wandert dem Futter hinterher. Keine klare Sache, würde ich auch so machen. So, jetzt fangen die aber hier irgendwo direkt im Futter fangen die an zu brüten und das Futter geht langsam weg, weil die fressen ja. Und irgendwann ist die Distanz zu groß. Und dann könnt ihr auch echt ein Problem haben, dass die verhungern, obwohl das Futter noch da ist. Ja. Das heißt, nur durch Wiegen kriegt er gar nicht raus, ob die genug Futter haben, weil das Futter muss auch erreichbar sein. Solange es zwischendurch warm wird, kein Problem. Ja. Solange es warm ist zwischendurch, tragen die Bienen das Futter um. Nur wenn es jetzt zwischendurch, wenn die richtig Brut haben, wenn es jetzt zum Beispiel warm wird, es wird jetzt eine Woche warm, 2 Wochen warm, keine Ahnung, dann kommt nochmal eine Kälteperiode, dann kann es sein, dass die Bienen quasi hin und her gerissen sind. Zum einen müssen sie ihre Brut wärmen und sie müssen das Futter holen. So, dann wärmen die ihre Brut und dann kommen die nicht mehr an das Futter, dann sind das so viel. Ja? Dann habt ihr eine Wabe oder habt ihr eine Kiste oben drüber, die ist komplett voll mit Futter und unten sind verhungerte Bienen. Die gucken alle mit Popo aus der Wabe raus und das muss man verhindern. Und da hilft es dann zum Beispiel, wenn so warme Tage sind, dass man mal guckt, ist das Futter Bienen verfügbar? Ja? Also, dass ihr guckt, wo ist das Futter, wo sind die Bienen? Was ist zum Beispiel bei einer Kiste im Kaltbau, ist das nicht so ein Riesenproblem? Meistens, oder deswegen überwintern die im Kaltbau eigentlich besser, weil ihr habt ja, wenn ihr so ein klassisches Bienenvolk habt, ihr müsst jetzt, hier ist das Flugloch, hier ist die Rückseite von der Kiste, dann ist hier vorne die Brut, dann kommt das Futter, 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 Futter. So, und die Biene wandert dann quasi dem Futter hinterher. Aber immer in den Wabengassen ist alles auf einer Wabe drauf. Wenn ihr Warmbau habt, ist das anders, weil dann habt ihr diese Verteilung auch mit Brut und Futter, aber das sind auf verschiedenen Waben. Also vorne Waben, hinten Waben. Und dann kommen die manchmal nicht hinterher. Ja, dann können die diese Wabengassen nicht mehr wechseln. Und die können auch nicht auf der Wabe einfach mal so ein paar Zentimeter laufen, sondern die müssen über die nächste Wabe drüber und da ist vielleicht schon zu kalt und dann verhungern sie oder verklammen. Deswegen ist eigentlich für die Überwinterung, finde ich persönlich, Kaltbau viel, viel besser. Ein großes Problem mit dem Futterabriss habt ihr schon mal bei so Kisten, wo das ganz weit auseinandergezogen ist, Brut und Futter. Wenn ihr zum Beispiel Mini Plus habt und die habt ihr auf vier Zargen überwintert. Das klingt erstmal total toll, ne? Weil ihr ja wie viel Futter reinbekommen habt. Aber wenn die unten angefangen haben zu brüten und da oben irgendwo ist das Futter, da kommen die nicht mehr hin. Dann müsst ihr eventuell auch mal eine Kiste irgendwie dazwischen, eine leere Kiste wegnehmen. Da müsst ihr dann selber drauf kommen. Der Abstand zwischen Futter und Brut darf nicht zu groß sein. Das heißt, wenn ihr im Kaltbau habt oder im Warmbau habt und ihr merkt, ihr habt eine Kugel mit Brut und dann sind Leerwaben und dann kommt Futter, dann nehmt die Leerwaben raus und packt die Futterwaben ans Brutnest. Das kann man machen. Und wenn man das machen will und das macht, dann ist es auch in Ordnung, die Kiste aufzumachen, das zu machen. Einfach nur um reinzugucken, nicht. Dafür lohnt es sich nicht. So. Aber Futter ist schon irgendwie ein Punkt. Aber das würde ich nicht als Frühjahrsdurchsicht sehen. Das ist einfach eine Futterkontrolle. Und das sollte man schon irgendwie so tun. Liebig und Aumeier machen ihre Wabenhygiene. Ja, ich mache meine Wabenhygiene auch im Spätsommer. Ich mache eine TBE und dann habe ich meine alten Waben raus. Aber macht ja nicht jeder eine TBE und es gibt so viele Möglichkeiten, das zu machen. Und dann liest man das
wie das alles so geht, und dann geht es aber nicht, weil ich habe mich immer geärgert bei zweiräumigen Brut, bei zweigeteiltem Brutraum, Entschuldigung, da war es nie so, dass eine Zarge leer war und die andere war voll. Also es ist, bei 20 Völkern machen das zwei und der Rest eben nicht. Und dann ist es halt, dann fängt man an zu überlegen, was mache ich jetzt? Die Lösung ist ganz einfach. Wenn ihr sowas habt und das Problem ist, dass die das nicht so gemacht haben, wie ihr das gerne haben wollt, dann macht ihr das so, dass ihr das Brutnest umsortiert ein bisschen. Und zwar macht ihr so, dass ihr dann eure schönen Waben mit dem Brutnest, die packt ihr alle unten rein, schön mittig möglichst, und dann macht ihr ein Absperrgitter drauf, und da oben drüber hängt ihr dann die restlichen Waben, wo auch ein bisschen Brut drauf ist, die aber eigentlich nicht im Brutraum haben wollt, hängt die da oben drauf, macht Leerwände, wer ist das denn, Mittelwände oder ausgebaute Leerräumchen daneben. Königin muss natürlich unterm Absperrgitter sein. So, und dann läuft die Brut oben halt aus und unten entwickelt sich dann das Brutnest. Das ist überhaupt kein Schaden. Was nur nicht gut ist und was ihr wirklich echt euch nicht angewöhnen dürft, und das machen aber viele, ich sehe das oft, dass Leute irgendwie Mittelwände ins Brutnest hängen oder das Brutnest so verteilt irgendwie wieder zusammenbauen. Das Brutnest muss immer zusammenbleiben. Ja? Außen ans Brutnest Futter dran, aber das Brutnest selber immer schön kompakt. Das ist wichtig. So. Ich habe hier gerade nebenbei was gelesen im Chat. Umziehen von Deutsch Normal auf Zander. Fangt bitte niemals an, irgendwelche Leisten irgendwo drauf zu schreiben. Das ist das Allerschlimmste, weil diese Waben habt ihr immer. Das ist das Allerletzte. Wenn ihr von. Wie heißt das, wenn ihr von Zander auf, von Zander auf, wie heißt das denn, auf Deutsch Normal wollt oder von Deutsch Normal auf Zander? Dafür gibt es Beuten, die beides können. Das eine ist ein Kaltbau, das andere ein Längsbau. Die stellt ihr einfach aufeinander, Absperrgitter dazwischen, und dann nehmt ihr nachher die, die ihr haben wollt, stellt ihr nachher oben drauf aufs Absperrgitter, unten drunter ist die Königin, und nachher könnt ihr die oben wegtun. Herold zum Beispiel oder die Liebig zum Liebig Zander. Liebig Deutsch Normal, es gibt ja verschiedene. Die sind ja alle gleich groß vom Grundriss im Prinzip. So, Zeitpunkt für diese Maßnahme. Welche Maßnahmen? Wir hatten ja jetzt verschiedene Maßnahmen. Welche Maßnahmen, wo der Zeitpunkt könnte. Ludger, sagst du mir, welche Zeit, welche Maßnahmen? Dann gehe ich da nochmal drauf ein. Wechsel gleich zu Dadant. Ach ja, ey, Dadant. Dadant, ne, ist eine total gute Geschichte. Aber wenn er wirklich schlau seid, dann wechselt er nicht auf Dadant, sondern wechselt er auf Langstroth. Langstroth 10 Waben. Könnt ihr ja Langstroth Jumbo nehmen, dann ist Dadant. Das ist Dadant US. Aber Langstroth, die Langstroth-Kisten. Nimmt nicht die 12er. Ich habe die 12er, ich finde die super. Ja? Also brauchen wir nicht drüber reden. Das sind tolle Kisten, wenn ihr eine Standimkerei habt. Aber wehe, ihr müsst irgendwie wandern oder sonst irgendwas machen. Und ihr könnt den ganzen Langstroth, die Plastikdinger nicht benutzen. Ich habe auch Dadant, ich finde Dadant top, aber Langstroth ist die Langstroth-Familie, da müsst ihr drin bleiben. Das ist das Weltmaß der Imkerei, und die Teile sind günstig und die sind funktioniert top. Frühjahrsdurchsicht, so Zeitpunkt. Brutnest umhängen und teilen, um Futter heranzubekommen. Ja, bloß nicht, bloß kein Absperrsheet zwischen die Bienen hängen. Macht das alles nicht. Das ist alles viel später. Jetzt einfach nur gucken, dass sie Futter haben. Das ist eure Aufgabe. Wie ihr das macht, ist egal. Entweder wenn die Bienen oben sitzen, Futterteich oben drauf. Wenn ihr noch Futterwaben habt, Futterwaben ans Brutnest schieben. Wenn alles gut ist, und das ist in 99% der Fälle, ist alles gut, die Bienen sind nicht doof. Auf die Hände setzen und den Bienen beim Reinigungsflug zugucken. Das ist total wichtig. Dann seht ihr mal, wie eure Bienen fliegen. Das ist das Schönste, ist einer der schönsten Momente, wenn er nach ein paar Monaten oder ein paar Wochen, wo irgend nichts mit Bienen war, und dann fliegen die wieder und dann kommen die nach Hause und haben Pollen dabei. Ja? Es blüht nichts. Außer irgendwo so eine, hier so eine Lenze oder so eine Christrose bei irgendeinem Nachbarn, irgendwo unterm Gebüsch. Ey, die Bienen finden die sofort. Das dauert eine Stunde und die kommen mit Pollen nach Hause, egal welche Jahreszeit. Irgendwo finden die, ich weiß nicht woher. Und das ist auch ein ganz wichtiger Aspekt beim Imkern. Ihr müsst den Bienen auch mal zugucken. Ja? Wenn ihr wisst, die haben genug Futter, man kann Bienen nur gut zugucken, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr nichts vergessen habt.
Deswegen macht euch eine Checkliste im Kopf. Futter wichtig. Boden vielleicht gucken, dass der sauber ist. Und Wasser brauchen die. Aber im Frühjahr ist eigentlich Wasser da irgendwo. Sonst stellt ihr eine Tränke auf, dass sie irgendwie Wasser holen können, weil die wollen nicht weit fliegen. Die wollen das irgendwie so holen. Und dann ist eigentlich gut. Futterteich. Moment, ich ist gerade Futterabriss verhindern. Ja, Futterabriss müsst ihr verhindern. Also wenn da Leerwaben zwischen sind, nehmt sie raus. Guckt, dass Futter am Brutnest ist. Und das war's dann im Prinzip. So, das wäre mehr, also viel mehr ist da gar nicht zu machen jetzt. Schön ist halt, wie gesagt, wenn ihr euch echt Gedanken macht, was ihr machen könnt, um euer Pollenangebot zu verbessern. Also sprich, ob ihr irgendwo ein paar Stecklinge, Weibstecklinge macht. Das ist eine gute Geschichte. So, natürlich, ich lese gerade hier, dass die auch schon im Januar Pollen eingetragen haben. Ja klar, weil die Haselnusspollen, ja, die bringen Pollen, Haselnuss bringen die, Erle bringen die auch, sobald die Erle anfängt zu blühen, bringen die auch Erlenpollen. Aber die Haselnusspollen, die sind nicht besonders nahrhaft. Aber es ist trotzdem schön, die dabei zu sehen, ja. So, dann seid ihr eigentlich im grünen Bereich, so. Und ob ihr da jetzt Eiweißfutterteich, ob ihr euch das jetzt irgendwie anguckt, ob ihr das mal ausprobiert oder nicht, kann man alles machen. Ich werde es mal ausprobieren bei ein paar Völkern, aber im Prinzip ist das alles noch nicht wichtig. Jetzt ist eher wichtig, dass die Kisten gut stehen, dass ihr guckt, wo ihr noch einen zweiten Standplatz habt, dass ihr guckt, dass die Mittelwände, dass ihr genügend Mittelwände habt, wenn ihr noch Mittelwände machen müsst, dass ihr euer Material zurecht habt. Ihr müsst gucken, dass die Rähmchen in Ordnung sind. Wenn ihr noch was ausschmelzen wollt, guckt, dass ihr es ausgeschmolzen bekommt. Ihr werdet sowieso noch mal schmelzen, wenn ihr irgendwie Altwaben irgendwo rausräumt. Aber es ist trotzdem sinnvoll, schon mal ein bisschen klar Schiff zu machen. Das geht auch an mich, weil ich muss das auch noch machen. So, und dann guckt da mal, wie gesagt, einen zweiten Standplatz werdet ihr brauchen. Dann guckt da mal, ob ihr irgendwie, wie er das dieses Jahr macht mit den Königinnen, ob er mit jemand zusammen vielleicht mal irgendwie Königin ziehen wollt. Dass er was macht, ich lese gerade Erle. Erle ist gut, Erle ist super, Erlenpollen holen sie gern. Futterkranzprobe. Futterkranzprobe könnt ihr, wenn er jetzt am Wochenende, wenn es schön warm wird und die Bienen fliegen, könnt ihr Futterkranzproben ziehen, dass ihr euer Gesundheitszeugnis habt, dass ihr, wenn ihr Völker verkaufen wollt, Völker verkaufen könnt. Ich müsste es auch machen, ich werde nicht dazu kommen dieses Wochenende, ich werde tatsächlich rumfahren und alle Stände abklappern. Ich habe ein paar Bäume, die irgendwie die letzten, die der Sturm geworfen hat, die werde ich noch wegsägen. Ich werde gucken, dass ich überall da vor den Kisten, da wo ich dran muss, dass ich da noch mit dem Mulcher mal durchgehe oder drüber gehe, dass ich da irgendwie die Brombeeren wegmache, dass ich da auch an die Völker drankomme, ordentlich auch mit dem Auto dran fahren kann. So, und dann macht euch mal Pläne. Und guckt, dass ihr Material genug habt. Guckt, dass das Material sauber ist. Flemmt die Böden aus, die ihr mit ersetzen wollt. So. Das sind so Sachen, die kann man jetzt schön machen. Und sich freuen. Freuen ist wichtig. Ein bisschen Bücher lesen ist wichtig. Guckt euch mal ein paar Sachen an. Lest euch mal durch, wie Königinzucht geht, wenn ihr da irgendwie noch nicht so viel Erfahrung habt. Dass ihr das auch machen könnt. Weil beim Imkern lernst du nur durch Machen. Das ist, glaube ich, das, was ihr einfach probieren müsst. So, in diesem Sinne, nächste Woche kommt der Markus Gann, hat er mir versprochen, und macht noch was über, wie heißt es denn, Königinzucht, also nicht, aber er macht nicht Königin, sondern macht Belegstelle, haben wir auch schon, er macht Pedigrees, das finde ich übrigens total spannend, da habe ich auch keine Ahnung von. Warum flemmt man die Böden? Zum Desinfizieren. Einfach nur zum Saubermachen. Schimmelige Randwaben, auch ein Punkt. Ah, guter Punkt, habe ich vergessen. Lutke sagt, ich soll Schluss machen, ist 2,55. Ist 20,55. Ihr sollt die schimmeligen Randwaben, ne, wenn ihr jetzt durchguckt und da sind schimmelige Randwaben, dann könnt ihr die rausmachen und ihr könnt sie auch einfach drin lassen. So. Ich lese gerade, letzte Woche mit Herr Ellmann war spitze. Ja, fand ich auch. Was ich ein bisschen schade fand bei Herr Ellmann war, dass Frau Huber-Schabel irgendwie so ein Problem mit ihrem Ton hatte, weil ich hätte total gerne gehabt, dass Frau Huber-Schabel noch ein bisschen was zurecht gesagt hätte, weil das wichtig gewesen wäre. Ich hoffe, wir kriegen das nochmal irgendwie, machen wir da nochmal was zu, weil das war wirklich ein Punkt.
Das meiste ist, glaube ich, rübergekommen. Aber das hätte man noch ein bisschen vertiefen können, wenn es denn geklappt hätte, was nicht geklappt hat. Aber das hat nicht sollen sein. Technik ist halt manchmal so, wie sie ist. Wir leben in Deutschland. Was so Internetverbindung angeht, ist es auch ein Entwicklungsland. Man muss es leider sagen. Wir tun immer so, als wären wir ganz vorne weg. Aber es funktioniert halt nicht immer so prima. Wie ich weiß es nicht, warum, woran es liegt. Es klappt manchmal nicht so toll. Sehen wir jetzt durch Corona, wenn man darauf angewiesen ist. Aber das war ein bisschen schade, weil ich finde, sie ist ja lustig und die hätte wirklich was zu sagen gehabt und die hätte was sagen wollen und es ging halt nicht. Ja? Und ich glaube, das ist ätzend für sie ja auch. Deswegen. Also, seht zu, dass die Böden irgendwie ordentlich sind. Seht zu, dass die Futter genug haben. Zur Not legt der Futterteich drauf. Wenn ihr spielen wollt, legt der Eiweißfutterteich drauf. Ansonsten lasst die Bienen in Ruhe, guckt es euch an und seht zu, dass euer Material in Ordnung ist. In 6 Wochen ist Vollsaison. Ja? In 6 Wochen, da glaubt jetzt keiner, aber in 6 Wochen stehen uns allen die Haare zu Berge, ja? Obwohl ihr wieder zum Friseur gehen dürft, weil da geht es schon wieder so richtig zur Sache. Beides einjähriges Jubiläum sehe ich gerade, ja, ist so im März. Wie gesagt, nächste Woche kommt Ludger sagt schon, nächste Woche kommt der Gang. Und dann machen wir Pedigrees, habe ich eben gelesen, was ein Pedigree, wie man Bienen züchtet. Ja? Also Bienen züchten, da gibt es unterschiedliche Methoden. Basiszucht, ja, oder halt richtig Zucht. Und Markus macht richtig Zucht und dann nicht den Teil Carnica, sondern den Teil Buckfast, wo man das über Stammbäume und Pedigrees, was man da für Informationen rausziehen kann. Das wird, glaube ich, eine ziemlich trockene Geschichte, aber wenn ihr an sowas Spaß habt, wird es halt auch eine ziemlich geile Geschichte, weil der kann das gut erklären. Und man kann da wirklich was mitnehmen. So. Wann ist die beste Zeit für Weidenstecklinge? Ich würde sie jetzt schneiden. Und entweder ihr steckt die noch in feuchten Sand in die Garage, kalt. Oder ihr steckt sie jetzt schon, sobald der Boden offen ist, könnt ihr sie auch richtig stecken. Oder ihr macht euch so Zweige, wo ihr dann irgendwie die Kätzchen guckt und irgendwie Osterdinger reinhängt und dann pflanzt sie aus, wenn sie Wurzeln haben. Völlig wurscht. So. Gibt es einen Stammtisch mit Herr Ellmann, lese ich gerade noch. Ja, es gibt einen Stammtisch mit Herr Ellmann. Der Ludger hat eine Seite. Guckt mal auf Ludgers Homepage. Ist ja bei uns auch verlinkt. Da könnt ihr euch, glaube ich, schon mal so vormerken. Aber es gibt noch keinen Termin und es gibt noch nichts Genaueres. Aber ihr könnt da schon mal hingucken und euch schon mal eine E-Mail dahin schreiben. Dann gibt es irgendwo. Können wir irgendwie auch irgendwie hier verlinken. So, darf ich mich von euch verabschieden? Ich habe heute tatsächlich noch mal ein Glas Wein, ja, weil es so schön ist mit euch. Warte, Moment. Hilfe. Ja, so. Kinders, ich wünsche euch einen schönen Feierabend. Genießt den Reinigungsflug am Wochenende, wenn es denn schön genug ist. Genießt die Zeit. Und dann wünsche ich euch eine super Bienensaison 2021. Ich glaube, wir kriegen das dieses Jahr hin. Wir machen das. Kölle Alaaf. Ja, ich mache jetzt hier Schluss. Möchten Sie abbrechen? Ja, auf euch!